freuen. Pädophilien meinst du wohl? Ohne mein Tauschen. Ja, man weiß ja nicht, wo nachher angelt. Ich kämpfe gerade gegen einen Vulpix. Oh, ich brenne. Mein Vogel brennt. Und die Verbrennung schadet mir. Noch ein Angriff und mein Hut ist weg. Oh. Ich wechsle meinen Hut. Und zwar kämpft jetzt Quapsel, Wasser. Aber Quapsel hält nicht mehr viele Angriffe aus. Aber dafür könnte so, das macht wenig Schaden, die Feuerattacke. Genau dafür brauche ich das Quapsel, für diese Feuerviecher. Bam, ist es tot. Kudu erhält Erfahrung, Quapsel erhält Erfahrung. Und Quapsel ist jetzt schon Level 11, das ist schon zweithöchstes Level jetzt, glaube ich, bei mir. Nice. So, ist hier unten noch was. Da ist der Ausgang der Höhle. Aber da war vorhin noch was. Da ging es noch tiefer in die Höhle rein, glaube ich. Oh, ein wildes Onyx. Nice. Dann fange ich doch mal ein wildes Onyx. Oh, aber nicht mit Hutut. Hutut brennt. So, ihre Lava-Kapsel hat aber nicht mehr viel Leben. Ich könnte trotzdem also... Obwohl, wenn ich einmal Wasser mache, könnte Onyx schon tot sein. Klar, ich muss riskieren. Bang! Ja, shit, Onyx ist tot. Verdammt. Wenn du mit dem Wasser Pokémon Stein anreißt... Ja. Wenn's falsch ist, dann wähle ich das Effektive. Die kämpfen nicht. Hechel, Keuch. Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer als die anderen. Ja, 3 Meter breit. Das hält man nicht im Kopf aus. Zur Kunden also habe ich sie verlassen. So, ich laufe hier durchs Gras. Ich kämpfe gegen diesen nackten Mann. Ich bin durch den Tunnel gegangen. Aber ich habe noch viel Energie übrig. Genug Energie, um von mir fertig gemacht zu werden. Eine meiner Pokébälle ist schwarz. Kleinstein. Hutut. Ah, Hutut kann nicht kämpfen. Gegen Kleinstein... Oh, Quapsel. Mit Quapsel schaffe ich höchstens noch einen Angriff. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, hier genau, weil es der Einzige, der noch kämpfen kann. Weil Feuer gegen Stein nicht so effektiv ist, aber... Dann... Oha! Volltreffer! Die Attacke ist sehr effektiv. Holy shit! Kleinstein hat mich fast mit einem Angriff fertig gemacht. Alter, und ich mache keinen Schaden. Mit meinem stärksten Pokémon. Ich sterbe gleich gegen ein wildes Kleinstein. Ist das ein wildes Kleinstein? Nein, ich kämpfe gegen Trainer. Ja, sehr gut. Mit meinem stärksten Pokémon verloren. Ah, mein Hauptstrauß ist bald meine letzte Hoffnung, aber Quapsel kann nochmal blubbern. Bang! Boah, Kleinstein erledigt. Auf dem gleichen Level und trotzdem fast das ganze Leben abgezogen. Quapsel erhält 100 EP. Oh, und steigt immer noch kein Level. Macholo! Nein, ich wollte das Pokémon nicht wechseln, denn ich kann das Pokémon kaum wechseln. Macholo! Ein kleines Fischmännchen. Nein. Fußkick. Okay, shit. Da hat Glubber wenig Schaden gemacht. So, jetzt habe ich nur noch Weberdruck und Hauptstrauß. Go, Weberdruck. Giftstachel. Boah, Fußkick erledigt mein... Ah, nein, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Aber die Attacke auch nicht. Außer ich vergifte... Also, selbst wenn ich den Gegentypen vergifte, gewinne ich den Kampf nicht. Obwohl, doch, dann habe ich zumindest eine Chance, den Kampf zu gewinnen. Obwohl ich aber auch vielleicht auch so eine Chance, den Kampf zu gewinnen, je nachdem, wie stark mein Hauptspross ist. Ich weiß nicht mehr, was für eine Attacke Hauptspross drauf hatte. Das Macholo ist immerhin schon halb tot. Mein Weberdruck ist ganz tot. Und Hutut hat noch drei Punkte. Wenn Hutut schnell genug ist, schafft es einen Angriff. Yes. Bang! Oh mein Gott, hat das wenig Schaden gemacht. Und Hutut verbrennt. So. Und Hauptstrauß. Meine letzte Lebenskreatur. Und auf dem nächsten niedrigsten Level
So, der kann Klatscher. Ich glaube, damit mache ich ihn nicht fertig. Synthese und Flutenschlag. Was davon macht Schaden? Welche hast du? Klatscher, Synthese und Flutenschlag. Flutenschlag definitiv nicht und Klatscher sowieso nicht. Synthese glaube ich auch nicht. Keiner davon macht Schaden. Probier mal Synthese. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was Synthese macht, aber probier es einfach mal. Gegner Macholo benutzt Fußgänger. Kopfspross ist tot. Nein, die Attacke ging daneben. Synthese halt, glaube ich. Synthese. Die KP von Hauptspross wurden ganz aufgefüllt. Ja, sag ich doch. Okay, dann benutze ich jetzt Platscher. Also hätte ich ihn vergiftet, hätte ich vielleicht eine kleine Chance gehabt. Platscher macht niemals Schaden. Niemals. Ja, sehr schön. Und Lupenschlag? Hauptspross ist tot. Naja, ich habe noch zwei Leben. Lupenschlag, glaube ich, stärkt deinen Angriff oder deine Initiative. Die Verteidigung des Gegners sinkt. Oder so. Auf jeden Fall kann er und ich habe keine verloren. Kein Wunder, dass ich das Viech nicht haben wollte. Warum hast du es dann genommen? Weil da sonst nur noch eine Latte und ein Inkognito waren. Ich habe jetzt zu Knuffenser geraten. Ja, aber ich wollte Knuffenser nicht. Du hast mir gar nichts geraten. Och. Also von den beiden nicht. Mein Hauptstrauß ist scheiße. Schau mal, ich habe aber nichts. Ach, das Sandern, natürlich, das Sandern will ich mitnehmen. Ablegen. Hauptstrauß. Ablegen. Ich könnte es auch freilassen. Aber nein, ich sammle die alle und lass sie in der Box verrotten. So, Sandern mitnehmen. Auch ganz toll, die Dinger sitzen jahrelang in der Kiste hier. Mit ihnen passiert einfach nichts. So, jetzt muss ich meine... Nein, ich bin gestorben, ich muss nichts heilen. Sehr gut. Perfekt. So, und diesmal gucke ich in der Höhle. Nach einem... In dem Einheitstunnel. Nach, laufe ich in die andere Richtung noch. Wo nicht der Ausgang war. Eine wilde Kreatur erscheint. Dreckige Sachen, warum laufen die überall rum? Rattenpest hier, Pokémon. Yep. Ah, ich kann's mit Zuban töten. Oh, jetzt hat sich mein Visual Boy minimiert. Aber schon geht's wieder weiter. So viel Schaden hat mein Zuban noch nie gemacht, glaube ich. Ja, die Ratte benutzt auch Rotenschlag. Senkt meine Verteidigung. Und verliert dabei KP. Oha, die Ratte macht mit einem Angriff so viel Schaden wie ich mit zwei. Mein Gott, dabei bin ich zwei Level höher. Also Zubat muss echt mal neue Attacken lernen. Oh, wie effektiv war so ein Tackle ist und dann auch noch ein Volltreffer. Mein Gott, ich glaub's ja wohl nicht. Los, heil dich, Zubat. Heil dich. Volltreffer, yes. Aber ich werde trotzdem nur um zwei geheilt. Trotzdem, wenn der jetzt mich nicht tötet... Oh shit, das gibt's doch nicht. Zubat verreckt gegen wildes Pokémon. Dreckiges Viech. Ah, dann kämpft er als nächstes Sandan. Der ist auch nur Level 6. Boah, Sandan muss echt mal leveln. Ein Igler. Kratzer. Los. Ratten, klatscht euch gegenseitig. Eine Sandratte und eine normale Ratte. So, die Sandratte hat gewonnen. Na und jetzt ändere ich nochmal die Reihenfolge. So, wobei Hutut, ne, zuerst kommt, ich muss auf Tausch gehen. Zuerst kommt Sandan. Und dann kommt, Weberdag. Genau, das ist fast die richtige Reihenfolge. Eigentlich kommt Sander noch vor Zubat, aber Zubat ist im Moment eh tot. So, ich wollte hier jetzt nach links, nach unten und dann nach links. Vorhin bin ich nämlich nach rechts gelaufen. Wobei, oder hier nach unten, ist da irgendwas? Oder bin ich vorhin nach unten gelaufen und müsste jetzt nach rechts laufen, um das nachzugucken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kämpft meine Ratte jetzt gegen eine wilde Ratte. Und sie benutzt Rutenschlag. Ja, das ist so viel effektiver als diese Fledermaus.
doppelt so viel Schaden macht das. Halt einfach, weil es eine normale Attacke ist. Und dieser Fledermaus-Ding-Biss macht halt wenig Schaden, weil es degeneriert, aber trotzdem lohnt es sich. Verdeckt mein Vieh ständig, mein Zubat. Gibt's doch nicht. Ah, hier unten ist noch ein Pokéball. Sehr gut. Serin findet Aufwecker. Ja. Kann seinem Pokémon nicht einfach eine klatschen, wenn es einschläft? Das könnte doch so einfach sein. Einfach aufs Feld sein und bam, tritt den Nacken. Wach auf, Drecksviech. Es ist nicht Schlafzeit. Die Level von den Ratten sind auch auf immer niedrigeren Werten. Aber solange die eh nur die ganze Zeit Bogenschlag machen, macht das auch keinen Unterschied. Oha, es hat angegriffen. So, und Sandan ist endlich Level 7. Keins meiner, also es hat schon lange nichts von meinen Viechern mehr irgendeine Attacke gelernt. Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Ich muss dich töten. Blut. Mein Gott, wie Psycho der Typ aussieht. Pokémaniac. Pokémaniac schickt Flagmon in den Kampf. Flagmon liegt faul auf dem Boden rum und macht nichts. Oh, mein Sandan wird diesen Kampf oh. Stirb nicht, Sandan. So. Was ist denn effektiv gegen einen Flagmon? Ich benutze mal das Ding. Webersack. Ist auch erst Level 9. Oh, der Tackle ist gar nicht so ineffektiv und der Shuffle ist viel uneffektiver. Oh, useless Webersack. Wieder verwecken alle meine Pokémon in einem Viech. So, dann Hut. Jetzt kämpft jeder einmal gegen Flagmon. Die sind zumindest beide auf demselben Level. Okay, das macht immerhin auch schon mal weniger Schaden. Und Hutu hat auch einen Tackle, aber das macht auch nicht allzu viel Schaden. Also Flagmon macht mehr Schaden. Obwohl, den Volltreffer könnte Hutu den Kampf sogar gewinnen. Vor allem, da Hutu zuerst angreift. Also wenn es jetzt Flagmon tötet, habe ich gewonnen. Ansonsten... es hat mit einem Pixel überlebt. Dammit. Jetzt ist Hutu tot. Werde ich einen enttäuschen. Jetzt könnte ich es mit jedem beliebigen Viech erledigen. So. Ich wollte... Ich glaube, ich versuche mit Sandan den Kampf zu gewinnen. Außer Sandan ist zu langsam, dann stirbt Sandan jetzt. Komm. Yes! Sieg, weil Sandan zuerst angegriffen hat. Obwohl, so viel Erfahrung hat es nicht gekriegt. Webersack ist Level 10 gestiegen. So, jetzt renne ich noch. Jeden Freitag kannst du Pokémon in dieser Höhle brüllen hören. Tja, dann sollte man am Freitag mal in diese Höhle kommen. Ich bin am Freitag hier. Muss gucken, ob dein Kalender auch Freitag ansagt in einem Pokémon. Ich glaube schon. Aber ich habe keine Lust nachzugucken. Und hier ist noch ein wildes Zubat. Mein Sandan hat aber schon so viel Leben verloren. Kämpfe ich jetzt nicht. So, ist hier oben noch irgendwas. Da liegt ein Pokéball. Selin findet TM39. Ist das eine Attacke oder sowas? Nein! Nein! What? Ich bin gerade gestorben. TM39, welche TM ist das denn? Wie heißt denn die Fähigkeit, die soll ich lernen? Stand da gerade nicht. Ich könnte einen Kleinstein fangen. Ich fange einen Kleinstein. Wenn ich Blubber benutze, ist es wahrscheinlich tot. Demnach kämpfe ich mit... Toll, ich habe fast nur noch Kopfsel. Okay, da kämpfe ich mit... dem anderen, noch stärkeren Pokémon. So, ich hoffe jetzt, dass Kleinstein nicht von Tackle stirbt. So, oh, holy shit. Aber mal so gar nicht. Der hat fast keinen Schaden gekriegt. Dieses Scheinviech würde mein... Okay, fertig machen würde es mich auch nicht, aber... Das ist zu ineffektiv. Ja, aber ich kann dem...
Quaffsel ist der Tod. Quaffsel kann nur Wasserattacke. Obwohl, ich glaube, ein Angriff überlebt. Der Quaffsel ist nur Level 11. Das Viech ist zumindest Level 8. Das letzte war Level 6, das weggestorben ist. Und es benutzt einen Igler. Das heißt, es hält diesen Angriff vielleicht aus. Oh, natürlich nicht. Dreckiger Scheiß hier. Ich kann keine Stein-Pokémon fangen. Sie sterben zu schnell. Stein zerbröselt einfach. Und da ist direkt das nächste Viech. Eine Ratte. Ich kämpfe nicht mehr gegen Ratten. Außer mein Sandan hätte genug Leben, um diesen Kampf zu gewinnen. What? Flucht ist gescheitert? Du, ja, jetzt bin ich entkommen. Und da liegt noch ein Pokéball, aber alle drei Stunden erscheint hier jetzt ein Viech. Din, 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 din. Ein wildes Felino. Sandan, benutzt Kratzer. Das Felino kann sogar Aquaknarre. Zu was entwickelt sich ein Felino denn? Zu Mordor. Felino ist auch ein Wasser-Pokémon. Ja, durchaus. Sonst hätte es jetzt nicht Aquaknarre gemacht. Extrem hässliches und die Entwicklung gehört auch zu den hässlichsten Pokémon der ersten beiden Generationen, finde ich. So, Blubber ist nicht effektiv. Oh, aber doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, Blubber und noch ein Blubber. Hoffentlich macht er keinen Volltreffer, denn ich will endlich mal wieder ein Pokémon fangen. Möchtest du Felino fangen? Ja. Das heißt nicht, dass ich es benutzen werde, aber ich will alles fangen. Ich habe ja auch versucht, die Steinviecher zu fangen, nur dass sie zu schnell verdeckt sind. So. Das Viech habe ich. Toll! Ein neuer Eintrag. Sein Körper ist mit Schleim überzogen. Berührt man es, widerfährt einem ein stechender Schmerz. Tja, das Felino? Will auch keiner knuddeln. Richtig. Bei Felino? Ja. WTF? Ein stechender, giftiger Schleim. Deswegen sieht es auch so aus. Ich hätte mal Felino wäre so ein liebes Pokémon zum Knuddeln. Das ist so ein Scheiß. Da muss ich mir nochmal gleich hier reinziehen. Ja, aber wenn es schon so hässlich ist. Ey, ich finde Felino niedlich. Ja, so klingst du. Nur Morlord ist brutal hässlich. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht. Oh, ein Kleinstein. Jetzt fange ich es aber endlich. Jetzt mal keinen Blubber ins Lauf machen. Vor allem, da das Level 6 ist. Jetzt nehmen wir zuerst dran. Denn Giftschuss. Bang! Volltreffer! Ich habe fast einen Pixel Schaden gemacht. Okay, mit Weberdrax dagegen zu kämpfen macht keinen Sinn. Okay, ich lese gerade interessante Sachen. Oh. So, ich habe dann nur noch Quapsel und Igelava. Boah, warum sind die einmal tot? Hört auf, tot zu sein, ihr Drecksviecher. So. Boah, der igelt sich so ein, aber der ist vergiftet. Na, das ist doch mal was. Okay, und er macht auf dem Level auch nicht viel Schaden gegen mein Igelava, wie die anderen Stein-Pokémon. So. Dum-dum-dum-dum-dum. Ah. Aha. Was findest du gerade heraus? Pokémon Platin. Also man kann sich hier zu jedem Pokémon auf dieser Fans.de die einzelnen Pokédex-Einträge durchlesen. Und zum Eintrag in Platin steht, dass es die giftige Schleimhaut nicht etwa zur Abwehr vor Feinden trägt, sondern um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren. Oder die, um das ganze Pokémon vor dem Austrocknen zu bewahren, da es ja ein Wasser-Pokémon ist. Mhm. Jetzt muss ich einen Superball benutzen, um Level 6 Kleinstein zu fangen. Weil ich sonst keine mehr hatte. Da sie stolz auf ihre harten Körper sind, tragen sie Wettbewerbe aus, um den härtesten zu ermitteln. Ja, wer hat den härtesten? Kleinstein. Tja, wer hat die härtesten Eier? Route 32, so. Und jetzt